Moin Leute und willkommen zu einem neuen Technikvideo. Ja, ich erzähle euch heute was über Vertical Sync, G-Sync und FreeSync. Ja, fangen wir mit Vertical Sync an. Dazu müssen wir erstmal klären, wie überhaupt Bilder auf eurem Monitor dargestellt werden. Die Bilder kommen natürlich von der Grafikkarte zu eurem Monitor per Kabel und werden dann, sobald die da angekommen sind, angezeigt. Das Problem dabei ist aber, dass ein Bild nicht komplett instant auf eurem Monitor angezeigt wird, sondern dass es von oben nach unten hin aufgebaut wird. Wenn jetzt während diesem Prozess, der ein paar Millisekunden braucht, ein neues Bild am Monitor ankommt, dann wird dieses neue Bild verwendet anstatt dem alten. Das heißt, es überschneiden sich zwei Bilder. Genauer gesagt überschneiden die sich nicht, sondern sie werden quasi abgeschnitten. Ihr seht hier jetzt mal ein Beispiel für zwei übereinander geschnittene Bilder. Das heißt, es kommen sogar zwei neue Bilder an, während das alte verarbeitet wird. Und dann entstehen diese sogenannten Tearing-Linien. Um das Ganze nochmal verständlich darzustellen, seht ihr hier ein Beispielbild, wie das aussieht mit Grafikkarte und Monitor. Ihr seht also oben quasi eure FPS und unten eure Herzzahl, um das mal vereinfacht darzustellen. Die FPS-Zahl ändert sich immer, weil Frames immer unterschiedlich lange brauchen, um gerendert zu werden. Und unten seht ihr die Herzzahl, die immer gleich war, weil euer Monitor natürlich eine festgelegte Herzzahl hat. Das hier ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, wo in jedem Frame Tearing auftritt. Das ist natürlich in echt nicht so, aber es kann durchaus oft auftreten, je nachdem welche Grafikkarte man hat oder welches Spiel man gerade spielt, je nachdem halt. Deswegen hat man Vertical Sync entwickelt. Vertical Sync lockt eure FPS auf die vorhandene Bildwiederholfrequenz von eurem Monitor. Sollt ihr also einen 120 Hertz Monitor haben, habt ihr 120 FPS. Soweit so gut, das heißt, es wird quasi vom Monitor aus gewartet, der Monitor gibt ein Signal, hey, ich habe gerade einen Frame fertiggestellt, der Frame ist fertig angezeigt, jetzt Grafikkarte, liefer mir doch mal bitte ein Bild. Dann kommt die Grafikkarte, schickt das Bild an den Monitor und der Monitor stellt es da und schickt wieder das Signal, hey, ich brauche hier ein neues Bild. So geht es immer weiter. Das heißt, es verhindert quasi diese Tearing-Probleme. Was passiert aber, wenn eure Grafikkarte nicht schnell genug ist, um diese 120 FPS halten zu können oder die 60 FPS halten zu können? Ja, dann passieren hier sogenannte Lag-Spikes, Stutters, wo einfach ein Bild doppelt angezeigt wird. Das heißt, das alte Bild muss zweimal angezeigt werden, damit man warten kann auf das neue, nächste gerenderte Bild. Dafür gibt es auch eine Lösung, und zwar kann auch Vertical Sync sich halbieren oder die Framerate minimieren. Das heißt, ihr seht hier, ihr habt unter 60 FPS, deshalb sinkt es auf 30 FPS, ab auf die Hälfte. Danach steigt es über 60, das heißt, ihr habt wieder 60 FPS, aber ihr sinkt dann plötzlich auf die 59. So, die 59 liegen nur 1 FPS unter der Grenze von 60. Trotzdem sinkt die FPS-Zahl auf 30 ab, um eben diese Grenze zu erreichen. Das ist eines der Probleme von Vertical Sync, aber auch dagegen gibt es ein Mittel, und zwar adaptives Vertical Sync. Das seht ihr jetzt hier im Bild. Und zwar wird, wenn ihr unter 60 FPS droppt, einfach Vertical Sync ausgestellt. Das ist so schlau, dass es quasi merkt, oh, ihr habt über 60 FPS Vertical Sync an, ihr habt unter 60 FPS Vertical Sync aus. So habt ihr quasi unter 60 FPS kein Stuttering mehr, weil eben dieser Wechsel von 60 auf 30 FPS nicht mehr da ist. Aber ihr habt wieder Tearing, aber über 60 FPS habt ihr Vertical Sync wieder an und kein Tearing mehr. Ja, klingt alles bisher gut, jetzt kommen wir zu den negativen Seiten. Also, was ist schlecht an Vertical Sync? Das erste Schlechte hatten wir eben schon kurz, und zwar der dauerhafte Wechsel von 60 auf 30 FPS, wenn ihr da mal nie genug Frames erreicht, was man natürlich stellenweise mit adaptivem Vertical Sync beheben kann. Aber das Hauptproblem ist die Verzögerung, der Input-Lag, die Latenz, was auch immer, wie man das nennen möchte. Meistens verändert Vertical Sync ein Buffering. Das heißt, es wird nichts anderes gemacht, als ein paar Bilder zwischengespeichert. Dazu gibt es einmal den Front-Buffer und den Back-Buffer. Im Frontbuffer liegt also das Bild, das gerade auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Bildschirm liest aus dem Frontbuffer das Bild quasi und im Backbuffer wird das nächste Bild gerendert. Dann schickt die Grafikkarte irgendwann, wenn sie fertig ist, einen Befehl, der das Bild vom Backbuffer in den Frontbuffer kopiert, dass der Monitor quasi das Bild zur Verfügung stellt. So, wenn man jetzt Vertical Sync und Double Buffering verwendet, dann läuft das Ganze so ab. Der Monitor liest aus dem Frontbuffer das Bild und sagt erst, wenn es fertig ist mit dem Bild darstellen, hey, ich bin fertig. Und dann wird das Bild aus dem Backbuffer in den Frontbuffer kopiert. Bei der Dreifachpufferung gibt es eben noch einfach einen weiteren Puffer mehr, der die Bilder zwischenspeichert. Das Problem an dieser ganzen Methode ist eben der Input-Lag, weil quasi Bilder vorproduziert werden und Signale erst später auf dem Bildschirm angezeigt werden, weil eben Sachen zwischengespeichert werden. Ihr seht Sachen später, wenn ihr die macht. Für Singleplayer-Games ist sowas völlig okay oder auch für Leute, die einfach nicht so viele FPS haben wollen, denen es nicht so wichtig ist, competitive zu spielen oder die einfach wirklich maximale Bildqualität haben wollen, ohne Tearing, die können das ruhig alles einstellen. Aber das Problem ist eben im Competitive-Bereich zum Beispiel oder eben im normalen High-Consumer-Bereich, sage ich mal, ich nenne es einfach mal so, dass eben diese Verzögerung doch schon ein bisschen die Spielleistung beeinträchtigt. Daher hat Nvidia G-Sync entwickelt. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten großen Thema zu G-Sync. G-Sync ist eine Technik, die eure Herzzahl an eure momentan erreichte FPS-Zahl anpasst. Das heißt, ihr habt quasi 110 FPS und auch eine Refresh-Rate von 110.
Normale Monitore halten halt ihre Herzzahl immer konstant. Das heißt, ihr habt entweder einen 60-Hertz-Monitor, vielleicht noch einen 85-Hertz CRT-Röhrenmonitor oder 120-Hertz oder 144-Hertz und das haltet ihr immer konstant. Mit G-Sync ist eure Herzzahl immer genau gleich eurer Framerate, solange die Framerate unter 144 FPS liegt. Das heißt, ihr habt quasi 110 FPS, habt auch 110 Hertz, ihr habt 90 FPS und 90 Hertz und so weiter. Und ihr habt den beiden Vorteile, dass ihr kein Tearing habt und kein Stuttering. Derzeit gibt es nur einen Monitor, der G-Sync unterstützt, und zwar den Asus VG248QE. Und der unterstützt auch nur G-Sync, indem man das mit einem Kit aufrüsten kann. Das heißt, es gibt momentan noch keinen Monitor, der wirklich G-Sync von Natur aus mitliefert. Aber es sind jetzt auf der CES ganz viele Monitore angekündigt worden, die G-Sync mitbringen und auch gerade produziert werden. Ihr könnt das G-Sync-Kit für den Asus kaufen für $199. Das ist ein sehr stolzer Preis und viele werden nicht bereit sein, dieses Geld dafür auszugeben, was auch völlig verständlich ist. Aber es kommen eben jetzt schon bald neue Monitore, die es von Natur aus mitbringen, die vielleicht dann auch ein bisschen günstiger sind, als den Monitor zu kaufen und noch ein Kit zu kaufen, natürlich. Aber AMD hat eben eine ähnliche Sache angekündigt, und zwar FreeSync. FreeSync, wie der Name schon sagt, soll mit deutlich weniger Produktionskosten verbunden sein, denn man soll unter 1 Euro ausgeben müssen als Monitorhersteller, um das in seinen Monitor einbauen zu können. Das wäre natürlich jetzt perfekt, wenn alle neuen Monitore, die rauskommen, einfach minimal mehr kosten oder halt gleich kosten, einfach die Monitorhersteller dann ein paar Elektronik-Sachen für unter 1 Euro reinhauen und jeder FreeSync nutzen könnte. Das Problem bei FreeSync ist, dass man es noch nicht so gut nutzen kann wie G-Sync. Das heißt, es ist noch nicht wirklich ausgereift und noch nicht gut nutzbar, weil man einen E-DisplayPort-Adapter dafür braucht, also ein E-DisplayPort-Kabel. Man braucht eine direktere Anbindung von Grafikkarte an den Monitor, einfach gesagt. Das heißt, bei Notebooks ist sowas ziemlich gut machbar. Notebooks arbeiten nicht so differenziert wie Grafikkarte und Bildschirm zusammen, weil die einfach näher zusammen sind, besser zusammenarbeiten. Das funktioniert da ohne Probleme. Aber das jetzt schon mit heutigen Bildschirmen zu verbinden, ist das Problem, was AMD gerade hat und woran sie gerade arbeiten. Aber wenn das mal gut entwickelt wird, dann wäre es eine echte Alternative zu Nvidia, weil man dann keine $200 ausgeben muss für so ein Kit oder eben 150 für plus 150 für einen neuen Monitor, sondern eben vielleicht genauso viel bezahlt wie vorher. Ja, um das alles mal kurz zusammenzufassen, also G-Sync ist eine sehr gute Technik, die auch in Zukunft weiter verfolgt werden sollte, genauso wie FreeSync weiterentwickelt werden muss. Ich werde mir aber trotzdem keinen neuen Monitor kaufen, nur wegen G-Sync. G-Sync ist eine gute Technik, die auch weiter verfolgt werden sollte, auch FreeSync muss weiter verfolgt werden, weiterentwickelt werden. Aber ich brauche persönlich G-Sync noch nicht, in Klammern noch. Ja, weil ich einfach genug FPS habe, sage ich mal. G-Sync bringt es wirklich was, wenn ihr sehr oft variable Framerate habt. Das heißt, wenn ihr Spiele spielt, die grafisch anspruchsvoll sind, wie zum Beispiel Battlefield 4 auf Ultra oder auf High oder sowas, wenn ihr einfach darauf ankommt, dass ihr quasi immer schwankende FPS zwischen 40 und 80 oder sowas habt, dann ist G-Sync sehr, sehr gut. Wenn ihr aber gelockte Frames auf 120 habt, wie ich jetzt gerade, ich spiele auf FPS und lock meine Frames irgendwann, so viel wie ich erreiche quasi, ich brauche nicht mehr. G-Sync bringt nicht wirklich was, wenn ihr schon eine bestimmte Framerate über eurer Bildschirmherzzahl hinaus erreicht und die gelockt habt oder was weiß ich. Deshalb, G-Sync ist sehr gut, muss weiterentwickelt werden, aber es lohnt sich nicht, das jetzt für 200 Euro als Aufrüstkit zum Beispiel zu kaufen oder sowas. Ja, ich hoffe, das Video hat euch unterhalten und ich habe euch das so gut erklärt, dass ihr es verstanden habt und dass euch gleichzeitig auch noch gefallen hat. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, schreibt es auch in die Kommentare. Bewertung wäre sehr nett. Falls ihr noch irgendwelche weiteren Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Ich beantworte die dann natürlich alle und ja, wie immer sonst, bis zum nächsten Video.